Nochmal die Aufnahme starten. So, zack. Attacke. Und dann würde ich sagen, beginnen wir die Operation Planlos Folge Nummer 2, die offizielle. Ne? Jetzt, ne? Zack, Aufnahme und Start. Wunderschönen guten Abend zur Nummer 2 des Operation Planlos, dem Metal-Stammtisch im Netz. Und herzlich willkommen für alle, die jetzt eingeschaltet haben. Schön, dass ihr dabei seid. Um das Format ein bisschen zu erklären, ich sitze hier normalerweise vielleicht noch mit einem Gast. In dem Fall der Hotte, der heute aber irgendwie nicht dabei sein kann, aus beruflichen Gründen. Und es ist ja eigentlich so, dass wir das öfter machen wollen, aber das ist halt immer so eine zeitliche Geschichte. Und ich habe mir gedacht, ich beginne jetzt einfach mal heute am Donnerstag und versuche das irgendwie alle 3 Wochen mal durchzuziehen, mal schauen, ob das ja so hinhaut. Was ein wichtiger Teil des Formats ist hier, ist euer Mitmachen. Denn ohne euch kann ich nur einen einzelnen Monolog quasi hier abhalten und das wird dann auf die Dauer dann doch ein bisschen langweilig, weil ich selber schlecht mit mir selber sprechen kann. Ihr könnt hier im Chat, den ihr neben dem Übertragungsfenster quasi rechts seht, der ein oder andere kennt sich da schon ein bisschen aus, mitchatten und Themenvorschläge geben. Ihr könnt aber auch anrufen und zwar über Skype. Na? Ihr könnt anrufen über Skype, da ist der Kontaktname Metal Franconia oder der Username. Oder auch über Teamspeak. Da gibt es auf der Seite operation-planlos.de gibt's den Link für die Pott-WG, die uns freundlicherweise einen Chatraum zur Verfügung gestellt hat. Da könnt ihr euch, wenn ihr euch mit Teamspeak ein bisschen auskennt, auf den Server einwählen und quasi direkt hier in der Sendung mitsprechen. Ne? So. Ich würde sagen, wir spielen jetzt erst einmal einen Song von was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? No More Resurrection von Beyond Orcus von denen ihrer Demo. Ich würde sagen, den spielen wir erstmal und lassen die Show langsam beginnen. Ne? Wenn jetzt hier das Internet noch funktioniert, dann können wir loslegen. Ja. Ja, irgendwie mag der nicht so. Technische Schwierigkeiten, das hat jetzt auch ein bisschen gedauert. Ah, jawohl, Attacke vorwärts. Bis gleich. Thank you.
Das war Beyond Orcus, eine Band aus Coburg, die Death Thrash Metal machen. Ich finde die sehr gut. Für ihre noch nicht, also die Band existiert noch nicht so lange. Und da machen sie schon ganz ordentliche Musik. Der ein oder andere hat sie vielleicht schon mal gesehen. In Coburg oder so. Ja, über was will ich sprechen? Ja, gute Frage. Ich habe mir noch nicht so wirklich viel Gedanken gemacht, wo das Ganze jetzt hin soll. Die letzten zwei Male haben ja eigentlich ganz gut funktioniert. Da haben zwei, drei Leute angerufen und haben dann quasi mit uns gechattet und gesprochen. Und ja, natürlich ist es besser, einen Gesprächspartner zu haben, anstatt hier zu sitzen und einen Monolog zu führen. Wie ich aber vorhin schon mal erwähnt habe, wie schaut es eigentlich aus mit der Lautstärke? Ist das in Ordnung oder braucht ihr nochmal ein bisschen mehr Buff auf der... Ich sehe nämlich gerade, das ist nämlich ein wenig arg leise. Ich ziehe mal das hier noch ein bisschen hoch, so, damit ihr auch ein bisschen mehr auf die Ohren bekommt. Ja, so. So. Ich könnte noch im Vergleich ein bisschen lauter sein. So, oh, fuck, Entschuldigung. So, immer diese technischen Schwierigkeiten. So, das dürfte jetzt ein bisschen besser funktionieren. Ich bin jetzt deutlich lauter, hoffe ich doch mal. So, technische Schwierigkeiten.
Jetzt brauche ich aber trotzdem irgendwie mal einen Gesprächspartner, weil sonst wird's echt zu langweilig hier. Ich habe der ein oder andere, der weiß vielleicht, dass ich Redakteur für Metal vor Franken, so einem kleinen Online-Magazin bin. Und da habe ich den Vorwurf bekommen, oder wir haben den Vorwurf bekommen, dass wir nicht wirklich true wären. Ich kann nochmal schnell das raussuchen, wie in etwa der gute Mann das formuliert hat. Sekunde. Er meinte nämlich, dass der Metal vor Franken der letzte Mist sei und dass es gezielt Bands aus der fränkischen Metal-Szene aussucht, die meinem bzw. unserem Geschmack entsprechen würden. Und ja, und im Großteil, wie er schreibt, Hüpfkinder Death Metal. Am besten mit deutschen kurzen Haaren und komischen Schmuck in der Fresse und was man sonst als Depp noch so hat. Ja, das finde ich ja, ein bisschen, wie würde man sagen, also ein bisschen engstirnig darüber zu ranten oder sich darüber zu aufzuregen, dass die Inhalte nicht dementsprechend, was der Musikgeschmack ist, den man selber hat. Das ist natürlich blöd, ja, für ihn selber, dass er jetzt keine, wie sagt man, dass er jetzt nicht seinen eigenen Musikgeschmack auf dieser Seite wiederfindet, regt sich aber tierisch auf und macht die Seite ein bisschen schlecht, ohne sich da irgendwie daran zu beteiligen. Also, ich meine, das Projekt ist ja so gestaltet, dass jeder mitmachen kann, genauso wie hier. Jeder kann mitmachen, jeder kann schreiben, jeder kann anrufen, also über Skype jetzt zum Beispiel, auch über normale Telefonnummer oder dann über Teamspeak, ne? Das ist alles möglich und ihr könnt mitmachen, ihr könnt euren geistigen Ausfluss freien Lauf lassen. Ah, da haben wir doch schon einen Anrufer. Da lassen wir dann doch mal den Tickleman ran. Hallo, guten Abend. Einen schönen guten Abend, der Tackleman, schön. Wir haben schon lange nicht mehr miteinander gesprochen. Finde ich toll, dass Ja, du. ist eine ganze Weile her. Ja, dass Wie du. viele Folgen hast du denn seither gemacht? Von Operation Plan. Ach so, ja, du warst ja bei der nullten Folge quasi dabei. Das ist die zweite. Wow, dann bin ich ja doch überdurchschnittlich häufig dabei. Ja, würde ich auch sagen. Also bei der. Ja, die offizielle erste, die war im November. Und das ist jetzt quasi die zweite und ich versuch halt jetzt ein bisschen öfter das mal zu machen. So am besten alle 3 Wochen irgendwie, dass ich mich jetzt dann hersetze und das dann mache. Mir einen Tag dann zu nehmen, am besten den Donnerstag oder so. Und dann, ja, das Kommt halt zu mir machen. irgendwie bekannt vor, irgendwie so 3 Wochen Abstand, immer donnerstags. Wieso? Ja, da gibt es einen anderen Metal-Podcast. Ach so, ja, im 3 Wochen Abstand immer sonntags, ne? Ja, genau. Ja, aber immer donnerstags Veröffentlichung vom Podcast. Ach so, ja. Naja, Donnerstag ist halt irgendwie, habe ich gedacht, es ist ein ganz cooles Datum so kurz vorm Wochenende. Oder so ein cooler Wochentag. Ja, Ja. auf jeden Fall. Nee, ich wollte dich jetzt auch eigentlich gar nicht unterbrechen. Du sprachtest von einem Fan, würde ich das jetzt nicht nennen, aber einem Menschen, der sich da beschwert hat. Sehe ich das richtig? Also, du hast jetzt noch nicht gesagt, dass der irgendwie was Konstruktives da beigetragen hätte, ne? Sehe ich das richtig? Ja, also es ist so, er hat sich halt darüber beschwert, dass die Inhalte nicht dementsprechend, was er gerne sehen oder hören möchte, oder halt zu lesen bekommen möchte und dass die Berichte halt die, wo er denkt, ja, sind die ganz coolen Sachen, dass die halt auf der Seite nicht auftauchen. Es ist aber, also ich hoffe, dass ich das zumindest oder dass wir das auf der Seite so kommunizieren, dass jeder, der Bock hat, da mitmachen kann und kann sich da ein bisschen beteiligen. Zum Beispiel auf die Konzerte gehen und dann darüber berichten, ist ja überhaupt gar kein Thema. Aber sich dann tierisch darüber aufzuregen, dass das eigentlich Quatsch ist und man sich eigentlich in Idioten-Metal oder sowas umbenennen sollte, das finde ich ein bisschen, ja,
überheblich gesagt. Kommt mir irgendwie sehr bekannt vor, diese Kritiken von Leuten, die keine Verbesserungsvorschläge haben, aber gleich mal alles scheiße. Ja, ja. Also prinzipiell ist es ja, also aus meiner Sicht jetzt, wenn ich da mal drüber sprechen darf, gar nicht verwerflich, dass du, sagen wir mal, Sachen vorstellst, die du selbst magst. Du kannst ja schlecht Sachen vorstellen, die du nicht magst. Ja, gut. Ich meine, der hauptsächliche Bezug von Metal for Frank oder die Idee davon ist ja, dass man so ein bisschen die News über die fränkischen Metalbands so abdeckt. Am besten komplett, aber das ist ja natürlich schwer, das ja, alles natürlich zu machen, ich meine, wenn man. Du kannst ja nur die Bands auf dem Schirm haben, für die du dich mehr oder weniger interessierst. Und vielleicht kennst du ja auch manche Bands erst gar nicht, weil die richtig. Aus welchen Gründen auch gar nicht zu dir vorgedrungen sind. Und das finde ich dann auch ein bisschen schwach zu sagen, ja, hier, ihr spielt jetzt nicht das, was mir gefällt, oder ich habe den Eindruck, du spielst nur das, was dir gefällt. Ohne dann zu sagen, hier stellt doch mal die Band vor. Also ich zum Beispiel krieg zumindest dann mal Anfragen, hier testet doch mal das oder warum macht ihr das nicht? Also dann auch wirklich konkret an einem Beispiel festgemacht. Ja, ist richtig, genau. Da weiß man auch, wo man angreifen soll. Jetzt hat er natürlich das jetzt ein spezielles Festival in Würzburg angesprochen. Klar, natürlich, aber das ist bei mir nicht auf dem Schirm und ich krieg das alles nicht auf dem Schirm, weil neben Arbeit und ich habe ihm auch mal eine Nachricht geschrieben, neben Arbeit und dann hast du Freundin, dann hast du hier diesen ganzen Technik-Scheiß, den man halt da hier irgendwie abzieht, weil man Bock drauf hat, hat man halt wenig Zeit, das alles sauber durchzuziehen. Und das ist ja nicht so, als ob ich da Geld dafür kriegen würde, sondern das mache ich aus freien Stücken und knapp's meine Freizeit ab, ne? Und da dann ohne eine Redaktion, also wir haben ein paar Leute, der Olli jetzt zum Beispiel, der heute mit dabei ist, der hilft ein bisschen mit dabei, der kümmert sich um das Google Plus Zeug und ein paar schreiben Reviews und ein paar Berichte, aber das ist halt noch, das ist eine Handvoll Leute, 4-5 Leute und da kriegst du halt wirklich nichts zusammen. Und wenn du dann einen großen Bereich hast von Metal, der... was weiß ich, von hunderte Bands und zig Festivals an jedem Wochenende irgendwelche Konzerte, wie will man das alles abdecken, ne? Und da dann wirklich das ja alles halt abzudecken und da braucht man eine viel größere Redaktion, vielleicht 20, 30 Leute, und wenn er dann sagen würde, okay, keep it true, da habe ich Bock darüber zu berichten, naja, dann geh halt hin, Mann, dann schicke ich dich da hin, dann machst du das und gut. Na? Ja, sehe ich genauso. Also klar, wenn er da Bock drauf hat oder wenn er da was unterrepräsentiert also findet oder fühlt, dass das nicht gut dargestellt wird, ja, dann soll er eben sagen, okay, mache ich selber oder ich helfe euch dabei, aber nicht einfach sagen, ja, mach das mal, weil ich das haben will. Ja, weil Solange ihr das freiwillig macht und in eurer Freizeit, klar. Weil ihr stellt ja einen Service zur Verfügung, den niemand beanspruchen muss. Ja, eben. Ich meine, wenn ihm die Seite nicht gefällt, dann, ja gut, da muss er nicht drauf gehen. Ne? Und es ist halt noch im Aufbau, das ist jetzt ein paar Monate alt und dann das so zu kritisieren und es schlecht zu machen, finde ich ein bisschen... ein Schnellschuss, würde ich sagen, oder halt unreif, was weiß ich. Behauptet er ja, wir wären halt nicht wirklich die coolen Leute oder nicht wirklich true und würden dieses Hüpfkinder-Metal irgendwie bevorzugen, was dann in dem Sinn nicht unbedingt stimmt. Weil, wie gesagt, wir können ja eben nicht alles abdecken und das ist ja auch immer so eine Geschmackssache. Das heißt, was ist denn true? Was ist denn cool sein? Ist immer ja, klar, das liegt immer im Auge des Betrachters. Richtig. Und also, wie gesagt, an seiner Stelle würde ich dann sagen, ja, okay, dann entweder Vorschläge machen, was er gerne abgedeckt hätte, oder einfach sagen, hier, ich mach mit. Ja. Naja. Naja, wäre das... Ich würde sagen, das wäre das abgehakt. Mit ja, auf jeden Fall. Mit diesem,
Okay, ich bin ein bisschen überfordert, weil hier laufen hier drei Bildschirme, wo irgendwas sich irgendwie bewegt. Und das ist recht anstrengend, wenn man das alles alleine macht. Deswegen finde ich das eine ganz abgefahrene Geschichte, wie zum Beispiel beim Podsafe Pilot, wo ich da auch schon mal im Studio gesessen war. Also was die da für eine Routine drin haben, das ist wirklich ganz erstaunlich. Und dass die das alles noch im Griff haben. Und ich brauche unbedingt jemanden, der mir hier da zur Seite steht, mit dem ich mich unterhalten kann. Aber ich finde es gut, dass du jetzt gerade angerufen hast. Weil ansonsten würde ich immer noch einen Monolog führen. Du musst aber auch mal überlegen, beim PMP, die haben schon 300 Folgen auf dem Buckel. Das heißt, die haben auch 299 Folgen zum Ausprobieren gehabt. Ja, bis dahin, ja, genau. Und sagen wir mal so, nach spätestens 100 Folgen kriegt jeder irgendwas auf die Reihe. Ja, zumindest irgendwelche Gäste. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, jetzt mit momentan haben wir 13 Zuschauer. Das ist doch eigentlich eine ganz coole Sache. Und ja. Habt ihr denn mittlerweile ein Konzept? Naja, Konzept würde ich sagen, Operation Planlos ist halt der Name, ne? Es läuft halt irgendwie planlos erst einmal so in den Raum. Ich überlege mir halt dann so ein paar Themen, Musik spielen und dann das Konzept ergibt sich von alleine, würde ich sagen. Hauptsächlich so eine Art Stammtisch zu machen, wo man sich an einem Donnerstag mal hinsetzt und dann quasi über Metal in Franken redet. Ne? So. Dafür bin ich ja der quasi der beste Gesprächspartner überhaupt. Bist du der perfekteste Gesprächspartner. Der sowohl mit Metal viel am Hut hat, als auch mit Franken. Ja, eben nicht. Ja. Aber es ist trotzdem cool, dass du angerufen hast. Das soll den anderen vielleicht einmal einen, wie sagt man, Motivationsschub geben. Das ist absolut kein Problem. Der Steven beißt nicht und er redet auch besseres Hochdeutsch als ich. Naja. Wobei, das ist ja sowieso egal. Es sollen ja Franken zuhören. Das heißt, es ist ja völlig egal, ob du Fränkisch redest. Ja, die würden das dann auch verstehen. Ja, ich verstehe es ja auch. Ja, eben. Wie ist denn das? Naja, hä? Bei Skype jetzt zum Beispiel, wenn mir jemand eine Anfrage schreibt, die sehe ich dann eigentlich sofort, oder? Also normalerweise. Ja, sofern du das Hauptfenster offen hast, dann müsste dann irgendwo unten so ein Ausrufezeichen oder irgendwo, also müsste zumindest irgendwo markiert sein, dass da irgendwas ist. Ja, na gut, dann kann ja gar nichts schief gehen. Ihr könnt anrufen über Skype. Metal Franconia ist der Kontaktname. Und jetzt würde ich sagen, suche ich nochmal einen Song raus. Und zwar, jetzt kommt was ganz Exklusives. Es geht um eine Band, um ein Projekt aus Coburg. Und die Band nennt sich Munaheim. Sind aus einer Bierlaune irgendwann entstanden, vor 4-5 Jahren. Oder vor 6, ich bin mir nicht ganz sicher, vor 6-7 Jahren oder so. Wenn der Pascal vielleicht gerade zuschaut, der könnte vielleicht im Chat dann nochmal sein Senf dazu abgeben und nochmal die richtigen Fakten raushauen, denn ich bin schlecht vorbereitet, würde ich sagen. Aber ihr jetzt suche ich nochmal das Fenster raus. Ihre neue EP Liberté nennt die sich. Und zwar kommt die nämlich morgen raus, beziehungsweise heute Nacht um 0 Uhr 00. Und davon würde ich gerne einen Song spielen. Jetzt Pascal, du bist im Chat, dann bitte mal einen Songvorschlag geben, was wir denn von eurer neuen EP spielen könnten. Ein bisschen Latenz. Was extrem cool ist, hat sich mittlerweile die Leitung, die Internetleitung ein bisschen verbessert. Das heißt, hier klappt das auch mit dem Stream ziemlich gut. Ich hoffe, ich komme bei euch ganz gut an, in Bild und Ton. Wenn irgendwas zu laut oder zu leise sein sollte, einfach Bescheid geben. Irgendwas mit Sack. Ich hab hier die Auswahl Liberté, Urkraft, Erinnerung und Ruhelos. Wobei Ruhelos ein Song eine Neuaufnahme ist von der vorherigen EP, würde ich sagen. So.
Mach mal Urkraft. Das ist quasi dann exklusiv. Jawohl. Jetzt hoffe ich, dass hier dieser Dropbox-Player herunterladen. Naja, dann laden wir es halt nochmal runter. Okay. Das dauert ein paar 15 Sekunden und dann werden wir den Song spielen können. Dann möchte ich die Gelegenheit nutzen und schon mal die Leitung freimachen. Und dich mal verabschieden. Genau. Vielen herzlichen Dank, Tackleman. Ja, bitte. Und immer schau doch mal beim Tackleman vorbei. Ne, da kannst du jetzt mal ein bisschen Werbung machen für dein kleines Projekt. Oh, klein, ist mittlerweile ganz schön gewachsen. Aber nichtsdestotrotz, schaut mal vorbei bei wirprobieren.com. Wir probieren, wie man es spricht, ein Wort. Getränke-Reviews von Colas und Energy-Drinks und alles Mögliche, was man alles so brauchen kann. Ja, genau, schaut vorbei. Wir probieren. Coole Aktion, also cooles Projekt. Und vielen Dank für den Anruf. Ja, kein Thema. Mach's gut. Ciao, mach's gut. So. Jetzt, wo ist er denn? Urkraft von Munaheim. Vollkommen exklusiv heute. Viel Spaß. Das habe ich ja wohl voll versemmelt. Entschuldigung. Das machen wir gleich nochmal. Irgendwie hat sich nämlich der Ton hier total verkackt. Und ich habe irgendwie die Premiere jetzt versaut. Entschuldigung. Das holen wir sofort nach. Das. Ja, Entschuldigung. Ich würde sagen, da bleibt mir nur eines zu sagen. No! What am I doing here? Ja, genau. What am I doing here? Das hole ich nochmal nach. In der Zwischenzeit suche ich nochmal einen Song raus. Und zwar von... Infected Autoriath. Band aus Lichtenfels. Und danach Munaheim. Entschuldigung, sorry.
Infected Autorita aus Lichtenfels, Oberfranken. Ich bin, mein Arm ist zu kurz. So, also das war der Song The Shadows in Me von ihrem Album Shadows in Me. So, die Band, eben wie schon eben erwähnt, aus Lichtenfels. Einfach mal auf Facebook googeln nach Infected Autorita. Ist recht schwer. Ich habe das jedes Mal, wo ich das irgendwie getippt habe, habe ich den Namen falsch geschrieben. Aber wer nennt sich auch so? Muss man damit umgehen, würde ich jetzt mal sagen. Machen Thrash Metal, wie man da gehört hat. Und sehr coole Band. Spielen übrigens auch auf dem Metal Franconia Festival, um das jetzt mal zu pluggen. So. Jetzt hängt es irgendwie. Hängt es? Also, weiß ich jetzt nicht genau, ob das jetzt bei mir, also an mir kann es jetzt irgendwie nicht liegen, weil wir pusten hier ganz schön raus über die Leitung. So, jetzt mache ich das hier nochmal neu mit dem Song und mit der Premiere von Muna Heims EP Liberty und dem Song Urkraft. So, und ich hoffe, dass ich es jetzt nicht nochmal verkacke. Also, viel Spaß mit Urkraft. Sag mir,
Ja, cooler Song, Urkraft. Von Munaheim. So, jetzt muss ich die Regler hier mal wieder hochziehen. Das ist ein... das muss ich das nächste Mal ein bisschen anders machen. Aber gut zu wissen. Ja, Munaheim aus Coburg kommend. Gründungsjahr 2007. Ich habe jetzt ein bisschen recherchiert, während der Song gelaufen ist. Haben jetzt von 2010 bis 2011 eine kreative Pause gemacht. Und und im letzten Jahr ist Munaheim zurückgekehrt. Sie haben ein Album aufgenommen, diese EP aufgenommen und haben sich Hilfe geholt von Bandkollegen von Obscura Religio und dabei ist die EP Liberté entstanden. Der Pascal hat vielleicht kein Skype. Er könnte ja vielleicht mal anrufen und könnte mal was dazu sagen, wenn er denn Bock hätte. Ansonsten würde ich mal schnell ein Kabel raussuchen und ihn mal anrufen, wenn er denn jetzt das bestätigen würde. Ansonsten, ja. Puh, alleine hier sprechen ist doof. Deswegen, ja, Leute, ihr müsst anrufen und müsst irgendwas sagen. Was kann ich denn noch erzählen? Habt ihr irgendwelche Vorschläge, die ich vielleicht einmal kurz kommentieren könnte? Nun sitze ich hier. Ich könnte erzählen, ja, das Maskottchen von Metal Franconia hat sich geändert, vom Metal Franconia Festival. Wie muss das fränkisch sein? Was muss fränkisch sein? Nee, es muss nicht fränkisch sein. Wer muss fränkisch sein? Also, ich spreche gerade über den Chat. Da hat ein Ustreamer gefragt, ob es fränkisch sein muss. Nein, muss es nicht. Metal Franconia Festival hat ein neues Maskottchen. Und das ist urfränkisch. Ich finde es ein bisschen, nicht ganz so passend. Aber es wird heute noch eine kleine Umfrage geben, wo ihr dann fleißig raten könnt. Am Freitag um 18 Uhr werden dann erste Bilder veröffentlicht. Könnt euch ja schon mal Gedanken machen, was es denn für ein Maskottchen sein wird. Bisher war ja der Nui. Ja, nicht ganz. Bisher war es ja eine Kooperation vom Queens of Metal und Winterbreast, zwei Festivals, die gemeinsam zusammengetan haben, weil es eben kein Queens of Metal und kein Winterbreast gegeben hat und haben eben das Metal Franconia Festival gegründet 2011. Man hat die beiden Maskottchen zusammengeschmissen. Einmal den Trichter, der bezeichnet war fürs Winterbreath, und einmal die Ritter, die das Maskottchen vom Queens of Metal ist. So, jetzt gab es aber im letzten Jahr wieder ein Queens of Metal und die Veranstalter haben leider keine Zeit, sich auch noch ins Metal Franconia Festival einzumischen. Jetzt hat aber der Klaus vom Winterbreath eben dann gesagt, okay, er will das Festival nicht sterben lassen, das ist eine coole Idee. Und er macht es eben jetzt zusammen mit einem Neuveranstalter, der ganz neu dabei ist, der Jochen. Und die beiden haben eben jetzt das Metal Franconia Festival seit letztem Jahr übernommen. Und letztes Jahr gab es noch das Maskottchen, also die Ritter, die die fränkische Flagge quasi geschwenkt hat. Andere haben die österreichische drin gesehen. Gut, ist quasi ja Ansichtssache. Und da aber die Ritter das Maskottchen vom Queens of Metal ist, ist das natürlich doof, das zu machen. Und es gibt ein neues Maskottchen, ja. Und ab morgen werden dann quasi auf der Facebook-Seite vom Metal Franconia Festival die ersten Bilder veröffentlicht. Da.
Everybody be cool. You be cool. Genau, alles klar. Ich bin nämlich ein bisschen verschwitzt und würde sagen, wir spielen noch einen Song. Und zwar, wie hört sich das an? Learn to Kill vom Album New Tribe. Wieder mal eine Coburger-Band. Ritual Killing. Die haben im Dezember oder im Januar, ich bin mir nicht ganz sicher, ihr Album rausgebracht. New Tribe. Learn to Kill von Ritual Killing. We'll be right back.
irgendwie das mit dem Mikro hochziehen, das ist irgendwie eine komische Sache. Applaus. Ja, ja, ist ja gut. Im Chat war jetzt gerade die Frage, also würde man mir eine CD schicken und ich würde die Musik spielen? Ja, klar, warum nicht? Immer her damit. Die Scheiben, die ich jetzt gerade gespielt habe, die sind aus dem Fundus des Metal for Franken Review Gedöns quasi. Wir kriegen da CDs zugeschickt und schreiben da Reviews. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle mal an den Samir. Wie GEMA kacken. Ja, GEMA kacken. Scheiß auf GEMA. Wir spielen's. Natürlich ist es wichtig, dass es GEMA-frei ist. Weil ansonsten können wir es nämlich nicht spielen. Aber ja, ich denke, die meisten Underground-Geschichten sind GEMA-frei. Weil wer will denn das heute noch? Heutzutage. Ja? So. Ja. Wir haben eben die CDs zugeschickt gekriegt. Haben Reviews geschrieben. Nochmal Dankeschön an Samir. Da bin ich jetzt gerade unterbrochen worden. Der da wirklich der absolute Review-Schreiber Vollschnellgott ist. Irgendwie. Dankeschön. Und ich hoffe mal, dass auch dieses Projekt da ein bisschen mehr ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt. Also wenn ihr irgendwie Bock habt, ein paar Reviews zu schreiben, auf Konzerte zu gehen oder so, metalvorfranken.de und so weiter. Ja, das ist eine scheiß Plagerei hier mit Links erklären und zeigen und hin und her. Aber ja, was tut man nicht alles, ne? So, wie gesagt, ihr könnt auch gerne die CDs herschicken. Ich bin auf Facebook quasi oder auf den einzelnen Seiten irgendwie mit Kontakt. Ist alles kein Problem, könnt ihr Kontakt aufnehmen und könnt ihr eine CD herschicken. Ich gebe euch dann die Adresse und ja, schickt einfach eine CD und wir spielen es dann hier halt einfach. Ich hoffe dann, dass das jetzt auch ein regelmäßigeres dass das regelmäßiger hier passiert. Ich hoffe mal alle 3 Wochen oder so. Oder alle 2 Wochen, mal schauen. Gerne könnt ihr auch immer noch anrufen, falls ihr einen Skype-Account habt. Könnt ihr anrufen. Metal Franconia auf Skype. Ruft jetzt an. Der Domian wäre auch nichts ohne seine Anrufer. Hm? Einfach anrufen. Über Skype. Oder ihr habt auch die Möglichkeit, über Teamspeak mit einfach hier dabei zu sein. Reviewt ihr nur Original-CDs oder kann man dir eine CD-ROM auch schicken? Meine Jungs haben was verpasst, Demos machen zu lassen. Wäre jetzt Aufwand. Ja, kommt halt drauf an, wie gut produziert es ist, weil irgendwelche Proberaumgeschichten oder sowas, das ist dann eher... Also, es wäre schon nicht schlecht, wenn man die CDs, die wir im Review haben, dass man die kaufen, also dass man die irgendwie, an die man irgendwie rankommen kann. Für Operation Planlos hier, für die Show, da ist es nicht so wild, da spielen wir das schon. Welche Adresse? Ja, schick mal eine Mail an metalfranconia@gmail.com. Und dann werde ich dir antworten, weil jetzt meine Adresse da in den Chat hacken. Das mache ich jetzt nicht. So. Da ihr jetzt gerade noch keiner angerufen hat, immer noch keiner, finde ich ein bisschen schade. Ihr könnt euch mal ein bisschen mehr beteiligen. Ich schaue mal noch mal hier kurz ins Teamspeak. Auch keine Sau da. Finde ich schade. Ja, dann würde ich sagen, suchen wir noch einen Song raus. Ich würde sagen, das ist alles hier. Nee, das, ja, hier, genau.
von Numb, Band aus Würzburg. Mehr dazu sage ich danach. Und zwar, jetzt kommt der Song Eruption. Wenn er denn geladen ist. Das dauert ein bisschen. Ich sollte mich besser vorbereiten. Aber naja, okay. Das ist die zweite Show. Und was will man erwarten? Ich habe zumindest schon mal, oder wir haben zumindest schon mal eine Stunde rumgekriegt. Und es sind immer noch ein Haufen Zuschauer dabei. Also, Servus. Ich wäre hier ganz gut. Hallo, Stevie. Jetzt kommt nochmal hier. Song, los, Attacke. Der kommt irgendwie nicht reingeflogen. Benutzt irgendjemand von euch iTunes Match? Ist das nur so halb gut? Ah, da kommt's doch. Also, Eruption von Numb. Also, es ist doch zum Kotzen heute. Ist doch echt der Wurm drin. Das ist doch verdammte Scheiße. Ich brauche jetzt was, was nicht irgendwie im Netz rumliegt. Da muss ich doch mal schauen. Ich würde sagen, wir spielen was von Border of Insanity. Eine Band, die nicht mehr existiert. Aus Erlangen, Cindy. Wenn mir der Samir mal kurz einen Tipp geben könnte, welchen Song ich denn spielen könnte, dann kann er, können wir, hast du da irgendwie direkt eine Idee, Samir, im Chat? Oder spielen wir jetzt einfach irgendwas? Welchen nehmen wir denn? Another World. Hier läuft es ein bisschen besser, ne? Attacke vorwärts. Running
So schlecht war die Band eigentlich nicht, würde ich sagen. Bitte was? Finde auf der Metal Franconia nur E-Mail-Adressen. Habe ich da schon mal hingeschrieben? Aber zu mir nicht. Also bei mir ist keine E-Mail angekommen. So. Zu viel dazu. Für E-Mail-Geschichten im Chat. Ein paar Meter weiter oben ist metalfranconia@gmail.com. Das ist die offizielle, hier erreichst du mich, E-Mail-Adresse. So, zurück zu Border of Insanity. Die Band gibt's nicht mehr. Hat so ein bisschen was von Children of Bodom meets In Flames, ungefähr die Richtung. Haben sich aber aufgelöst. Keine Ahnung warum und keine Ahnung wieso. Nochmal zurückzukommen zu Ritual Killing. Ich habe gesagt, ich erzähle was über die Band aus Coburg. Ja, wenn man auf die Facebook-Seite geht, gibt es da bloß einen Link auf ein Label-Profil und auf MySpace. Hallo? MySpace? Wer benutzt noch MySpace um die Jahreszeit? Das, oh, Leute, MySpace ist echt der allergrößte Scheiß. Das war echt immer cooler Mist vor 5 Jahren oder so. Vor 4, 5 Jahren, aber das, der Zug ist endlich abgefahren. Schaut, dass ihr euch eine entweder einigermaßen Facebook-Seite anlegt oder eine Homepage, eine richtige Homepage. Es gibt Homepages, die kosten nichts. Legt euch im WordPress, legt euch im WordPress-Blog an, wie zum Beispiel operation-planlos.de. Ich habe einfach die Domain gekauft und ein kostenloses WordPress-Blog angelegt und fertig. Das kostet mich keinen Cent. Höchstens die Domain, gut, die einen Euro im Monat kostet. Und das kann man ja mal machen, würde ich sagen. 99 Cent kostet eine DE-Domain oder 1,20, glaube ich, oder sowas. Ja, legt euch da eine anständige Webseite zu und hackt die Infos über eure Bands da rein, weil alles andere ist doch Quatsch. Das
Da willst du eine CD kaufen oder willst du mehr über die Band erfahren und was ist dann? Nichts ist drin. Ich würde sagen, bis jetzt hat immer noch keiner angerufen. Ich bin ein bisschen deprimiert. Wir spielen jetzt einfach nochmal einen Song von Diversity, Last Day Tomorrow. Das hatte ich. Was sind das für Geräusche? Wo kommen die her? Von mir nicht. Ich gucke, ich schaue. Nee, irgendwie kommen die nicht von mir. Glaube ich. Naja, oder doch. Last Day Tomorrow. Attacke. Ich könnte ja hier nochmal dieses komische Board hier verwenden. Und, ja. Ja! So viel zum Thema. Na? Los geht's! Where will you be when
Diversity. Ich muss mich da immer ein bisschen lauter machen. So. Thomas, du hast geschrieben. Und zwar die TeamSpeak-Geschichten. Die tippe ich dir jetzt nochmal kurz hier rein. Sekunde. Ich muss da mal den Server gucken. Server. Nee. Das ist gar nicht so einfach. Und zwar schauen wir auf die Seite der PodWG. Und da kann ich dir das dann nochmal eintippen. Und zwar ist die TeamSpeak-Nummer die 78.46.195.45. Das geht ja gar nicht. Warum kann ich da keine Zahlen eintippen? Ja, hier. 78.46.195, die ist ja vollkommen offiziell. Und zwar ist das ein Projekt vom Herrn lieben Reidenger. Also vom Raiden. So, zack, hier. Das ist der TeamSpeak-Server. Da gibt es einen kleinen Channel. Und zwar den Operation Planlos.de Channel. Da könnt ihr dann reinkommen und könnt euren Senf dazugeben. Ja. Jetzt habe ich es mal in den Chat gepostet. Balu. So. Also hopp. Kommen Sie her. So, guten Tag. Hallo. Grüße. Oh, ja, da haben wir tatsächlich jemanden. Das ist doch sehr schön, finde ich. Kannst du mich gut verstehen übers TeamSpeak? Ja, natürlich. Das ist schön. So, Thomas, erzähl was. Wer bist du? Ja, ich bin Müllkutscher aus dem Landkreis Neustadt an der Aisch. Ah, okay. Müllkutscher. Ja, und was? Ja. Wie kommst du drauf, hier jetzt dazu zu hören? Ich bin von Metal Franconia eigentlich schon seit, glaube ich, einem halben Jahr oder sowas, bin ich ja auf Facebook dabei. Ja. Ja. Und jetzt habe ich durch Zufall heute mal den Stream gesehen und dann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich da unbedingt einmal dazu. Sehr schön. Finde ich eine gute Idee. Und jetzt können wir das auch gleich mal testen, denn du bist nämlich Premiere jetzt. Jetzt habe ich nämlich das über die PodWG und dem TeamSpeak, ist das allererste Mal, dass das jetzt so funktioniert, wie man sich das vorstellt und dann live auf den Stream geht. Sehr gut. Fein gemacht. Hast du auch eine Band? Ja. Magst du da was drüber erzählen, irgendwie? Ja, die Band heißt Azurica. Unter www.azurica.de kann man da mal drauf gucken. Wir spielen Technical Melodic, ne? Azurica. Hab ja. Ich das richtig geschrieben? Nee. Ah, nee. Azurica mit Z und C. Azurica. Cool. Azurica. Oh, ich glaube, auf der Seite war ich schon mal. Mir kommt das irgendwie bekannt vor. Ja? Band? Ja, dann erzähl doch mal ein bisschen was drüber. Ja. Wie gesagt, Technical Melodic Metal spielen wir. Ich bin der Sänger und Bassist von der Band. Aha. Und wir haben jetzt die Aufnahmen von unserer EP haben wir jetzt beendet. Und warten drauf, dass die gemastert wird und fertig ist dann. Und dann wird es dann auch CDs geben, da werde ich dir dann auch was rüberschicken. Ja, sehr cool. Ja, und am 23.03. spielen wir in der Luise in Nürnberg, falls wer kommen möchte. Wir würden uns freuen. Gemeinsam mit noch anderen Bands oder spielt ihr nur alleine? Nein, da sind noch zwei weitere Bands dabei. Müsste ich jetzt allerdings nachschauen, wie die heißen. Ah, okay. Ja, ist ja alles live. Ich bin auch nicht gerade vorbereitet, ne? Ja, nee, ist ja kein Thema. Heißt ja auch Operation Planlos. Wir haben alle keinen Plan von dem, wovon wir reden tun, ja. Zunge knoten, ich trinke mal was. Genau. Übrigens, Club Mate Cola kann ich jedem empfehlen. Ja, die gibt's bei uns auf Arbeit im Getränkeautomaten. Ja, das ist ja cool.
Ja, hier, manche Leute suchen sich den Arsch ab, um die irgendwie im Getränkemarkt zu finden oder lassen sie sich schicken und bei euch gibt es im Getränke Automaten auf der Arbeit. Das ist cool. Aber kommt ja bei euch aus der Nähe, ne? Ich bin ja jetzt auch nicht so weit weg von Neustadt-Aisch. Ich glaube, von mir aus sind es, glaube ich, 30 Kilometer oder so. Das ist eigentlich quasi hier fast Nachbarn, würde ich sagen. Ja, also weit ist es auf jeden Fall nicht. Ja. Ich hab dir mal den Link im Chat gepostet, welcher dem Konzert, falls du dir das mal anschauen möchtest. Jawohl, das mache ich dann. Da klicke ich doch mal drauf. Ja, das funktioniert nicht ganz. Das Problem ist, den Chat habe ich jetzt auf einem anderen Rechner irgendwie laufen und das funktioniert nicht ganz so. Das machen wir doch dann einmal so. Ja. Erzähl mal was über die Album. Wie habt ihr das Album beziehungsweise die EP, wie habt ihr die aufgenommen? Wir haben uns einen Tontechniker aus Fürth kommen lassen, der hat sein ganzes Equipment bei uns reingepackt in den Proberaum und dadurch haben wir aufnehmen können. Wir haben einen kompletten Tag dafür eingeplant und haben den auch komplett durchzogen. Wow. Ja, und der, wie seid ihr an den Kontakt gekommen? Also von der Akademie, weil ich glaube in Nürnberg oder so gab es, glaube ich, so eine Akademie oder sowas. Nee, oder wie seid ihr an den Kontakt gekommen, da jetzt so einen Techniker kommen zu lassen? Da müsste ich jetzt ehrlich gesagt lügen. Also ich glaube, das ist irgendwie ein Kumpel von unserem Schlagzeuger gewesen oder der hat dann irgendwie kennengelernt, das weiß ich jetzt nicht genau, aber durch unseren Schlagzeuger ist der rübergekommen. Ah, okay. Der hat sein ganzes Equipment mitgebracht und ihr habt dann in einem Tag das quasi im Proberaum dann eingezockt, kann man so sagen. Sozusagen, ja. Wie gesagt, jetzt wird es halt noch gemastert. Wahrscheinlich müssen wir auch noch ein bisschen was nochmal neu machen, aber das wird sich dann zeigen. Hoffen wir mal nicht. Ja, und dann hoffen wir mal, dass Mitte nächsten Monats die EP dann auch fertig wird. Sehr fein, sehr fein. Ja. Ihr tretet auf, Samstag, 23. März 2013, Zurika, Torrential Rain, unser Hypocrites. Oder Hypocrites, genau, ja. Wie auch immer. Eintritt 5 Euro in der Luise in Nürnberg. Kenne ich jetzt eigentlich nicht den Laden, da war ich noch nie. Wie ist es da? Um ehrlich zu sein, ich war da auch noch nicht. Ich habe da keine Ahnung. Ich hoffe einfach, dass es extrem geil wird und dass es einfach genügend Leute gibt, die wo unsere Musik dann hören und sich freuen und ja. Ja, cool. Gibt's denn mittlerweile, also gibt's jetzt schon was zu hören von euch oder wartet ihr quasi direkt auf die EP? Nein, wie gesagt, auf unserer Homepage www.azurica.de, da sind auch Live-Mitschnitte von unseren ersten zwei Auftritten mit dabei. Ah, okay. Allerdings gemastertes Zeug oder sowas haben wir jetzt noch nicht da. Also wie gesagt, nur die Live-Auftritte. Aber kommt jetzt demnächst dann, wie gesagt. Oh, ich sehe gerade, das ist direkt an dem Wochenende, wo in Nürnberg noch eine Gegenveranstaltung ist, ne? Oha, welche? Das Nürnberg Death Fest müsste das sein. Ich recherchiere mal kurz. Naja, ich gehe einfach beim Olli auf die Seite. Der hat doch da mal da und der Artikel. Ist ein Jugendhaus, schreibt er. Ja. Was, wo das Deathfest ist oder sowas? Nee, jetzt, Olli, sag mal hier was. Nö, in dem Laden, wie jetzt? Ich blick jetzt nicht ganz durch. Also. Also, die Luise ist auf jeden Fall eigentlich ein Jugendtreff. Ja. Ja, wird für den Abend dann wahrscheinlich ein bisschen älteres Publikum auch. Also das ist jetzt kein Problem, denke ich mal. Deswegen kann trotzdem jeder kommen. Ja, freilich, das kennt man von Konzerten in Schweinfurt zum Beispiel. Das sind ja auch ganz normal. Das ist in einem Jugendclub und da werden dann ganz normal die Konzerte veranstaltet. Da kann ja kommen, wer... Nee, in dem Laden ist Deathfest, schreibt er. Wie jetzt direkt an dem 23... Das kann doch gar nicht sein. Ah, hier, so, also, Moment. 2. März. Ja, da hast du was verpeilt, Olli. Da hast du nicht richtig zugehört. Es geht um den 23. März. Oder meinst du, weil halt in dem Laden direkt das Deathfest ist? Ah, okay. Nee.
Ich glaube, der Olli ist ein bisschen verwirrt und hat da was durcheinander gebracht. Ihr seid 3 Wochen später dran. Das ist nicht direkt eine Gegenveranstaltung, sondern ihr spielt halt 3 Wochen später. Und nämlich an diesem Wochenende ist das Nürnberg Death Fest. Ach so, das wollte er sagen. Ah, okay. Er meinte, dieses Wochenende ist Nürnberg Death Fest genau in dem Laden. So, jetzt. Ja. Entschuldigung. Na, da habe ich jetzt was durcheinander gewürfelt. Entschuldigung. Ja, naja, da hoffen wir doch mal, dass da Leute kommen eben. Ja. Ja, wir würden uns freuen. Und die anderen Bands genauso wahrscheinlich. Ja. Wie viele Gigs habt ihr schon gehabt? Ja, das ist jetzt dann unser dritter. Okay. Seit wann gibt's euch? Die Band selber gibt es schon sehr lange. In der Konstellation, wo wir jetzt haben, jetzt allerdings erst seit August letzten Jahres. Ja, okay. Oh, ich sehe gerade aber, ja, naja, okay, ein paar. Ach so, in der Konstellation ist das jetzt quasi dann der dritte Gig, sozusagen. Ja, jawohl. Richtig, ja. Wie kann man die Stilrichtung ungefähr einordnen? Ja, es ist immer schlecht, sich selber zu beurteilen, aber wenn man jetzt die Musik nicht kennt, wie kann man das jetzt sagen? Also, was ihr für eine direkte Musik macht? Boah. Also, unser Gitarrist sagt immer, wir haben einen Mischmasch zwischen Children of Bottom, Amon Amarth, dann ist mit dabei so Stilrichtungen von Joe Satriani ist mit drin und von irgendwelchen anderen Gitarristen, Chefs da, keine Ahnung, und viele Blues-Einflüsse sind auch mit drin. Okay, cool. Ja, da hat man so eine grobe Richtung, also wer dann nach Nürnberg irgendwie gehen möchte, kann das dann gerne tun am 23.3. Samstag Eintritt 5 Euro. Tja, vielen herzlichen Dank, dass du hier mit dabei bist. Magst du noch irgendwas sagen irgendwie oder so über irgendwas quatschen? Fällt dir noch irgendwas ein? Was sagst denn du über hier True sein und nicht True sein, über das Thema, was wir vorhin mal hatten? Was ist denn richtig True? Was ist denn wirklich richtig True? Richtig True. um es mit den Worten von einem Kumpel von mir auf Wacken letztes Jahres zu sagen, richtig True ist Wurstwasser mit Milchpulver. Das ist widerlich. Sorry, aber das ist widerlich. Ja. okay, das ist immer das, wo wahrscheinlich, wie man es für sich selbst denkt, was True ist, oder Ansichtssache. Ja. Ja, ich würde sagen, also true ist, wenn man true ist man, wenn man das Gefühl hat, man ist true, von dem her. Ja. Okay. Thomas, vielen Dank, dass du angerufen hast, hast dich getraut. Du warst Anrufer Nummer 2 neben dem Tackleman. Und ich hoffe mal, dass du das nächste Mal auch dabei bist. Ich bedanke mich, also ich mache jetzt die Show zu quasi. Ich bedanke mich bei dir jetzt, Thomas, Dankeschön. Und wisst ihr schon, 23.3. in die Luise kommen und morgen in die Luise ins Deathfest und ja, genau. Und vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Wir haben nämlich jetzt 1,5 Stunden voll und das denke ich dürfte für die zweite Folge von Operation planlos ausreichen. Ihr könnt das Video, das ich jetzt hier aufgenommen habe, direkt nach der Show hier auf dem Kanal von Metal Franconia Mustream nachgucken. Ansonsten ist auf operation-planlos.de wird dann der Podcast zum Runterladen sein können schon, also halt, man kann sich das dann nochmal anhören, wenn man den mag, auf seinem Handy, Podcast Player, wie auch immer der Wahl, oder auch dann direkt im Browser.
Links oder so, ja, gibt's jetzt nicht. Die Arbeit mache ich mir jetzt nicht. Ich habe jetzt alles gesagt. Vielleicht hacke ich mal ein paar Links zu den Bands nochmal mit rein. Und ja, wie gesagt, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke an den Pascal für das exklusive Einblick in Munaheims neue EP Liberté und dem Song Urkraft. Und kommt heute Nacht quasi raus. Und jetzt spiele ich von Trinity Side, einer Band aus aus Unterfranken sind die. Ex Infernis, ihr Album, das haben sie vor kurzem veröffentlicht. Und den Titeltrack Ex Infernis. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und vielleicht seid ihr das nächste Mal wieder dabei. Einfach Metal Franconia tippen und ihr kommt dann irgendwie rein. Thomas, mach's gut. Du kannst dich auch verabschieden. Ja, ich danke und bis bald in der Luise und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Abend. Ja, sehr cool. Vielen Dank und Trinity Side mit Ex Infernis. Ade, bleib schi. Ciao.
Hasta la vista, baby.